Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed Syndicate. Ja, wir befinden uns immer noch in dieser kleinen ersten Weltkriegsszenario und da haben wir hier noch drei kleine Nebenmissionen zu absolvieren. Wie gesagt, ich möchte die hier mal alle mitmachen, da ich gespannt bin, wie sich das Ganze auflöst. Und deshalb machen wir die mal mit. Weil ich denke, da wird es auch noch eine weitere Hauptmission dazu geben. Zumindest hoffe ich das mal. Und die Kiste hier noch mitnehmen. Weil wir brauchen ein bisschen Herstellungsmaterialien. So, jetzt möchte ich wieder nach oben rein. Hoch hinauf. Da drüben müsste. Ah, okay. Das ist eine Mission und keine. Gut. Eine der Spioninnen tarnt sich wohl als Schwester in einer Einrichtung in der Nähe. Sie hat Blutproben in seltsam anmutende Würfel abgefüllt und diese an einen unbekannten Komplizen ausgehändigt. Vielleicht gelingt es ihnen ja, ein verdächtiges Treffen zu beobachten. Viel Glück. Ja, wie gesagt, die Missionen sind immer noch da ringgestaltet, dass ich die Spione hier aufdecken muss. Leiche der Schwester in Leichenhalle bringen? Mal hier Ärger. Ich schaue das erst mal ganz kurz von oben an. War etwas zu euphorisch. Okay. Die Schwester aufspüren, wo ist die? Huh? Da drüben? Frieda, sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Stehe nicht an. Nee, das sind meine Leute. So, dass es da keine Markierung gibt. Soll ich das Ganze nochmal machen? Den Komplizen aufspüren. Tja. Komm, stell dich dein Schicksal. Ja, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Oh!
komme rüber und schlag dir den Kopf ein. Don't worry, dear. I won't tell anyone. Oh my God! Good Lord! Den Komplizen aufspüren. Ja, ich möchte hier hoch. So. Wo ist jetzt der Komplize? Gibt's doch gar nicht. Muss der Komplize doch hier drin sein, oder? Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wo der Komplize sein soll. Das ist für mich irgendwie... Das ist ein bisschen buggy, oder? Aufspüren. Huh? Ich habe doch hier jede Person identifiziert. Also sehr komisch. Entweder stelle ich mich gerade ziemlich dämlich an, aber ich habe doch inzwischen jedes kleinste Fitzel abgeleuchtet. Wow! Hey! Okay, das sollte man nicht machen. Oder vielleicht muss man diese Nebenmission mitmachen. Leiche der Schwester in die Leichenhalle bringen. Die Leichenhalle war, glaube ich, da drüben, ne? Das ist doch die Leichenhalle.
Sieht zumindest nach einer Leichenhalle aus. Was soll es denn sonst eine Leichenhalle geben? Es gibt hier nur zwei Zelte. Sonst sieht hier nichts nach einer Leichenhalle aus. Oh Mann, ey, das nervt mich gerade. Ich bin sicher, dass es irgendwie buggy ist. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aufspüren. In den Gebäuden ist da auch niemand drin. So, jetzt kill ich alles, was hier rumläuft. Ist mir jetzt wurscht. Leichenhalle. Tut mir leid für euch, aber ihr müsst alle dran glauben. Scheinwerfer irgendwie ausschalten. Ich versteck mich. Irgendwie ist für mich das Dämlichste überhaupt. Ich finde hier auch keine Leichenhalle. Ich wüsste nicht, wo eine Leichenhalle sein sollte. Leiche der Schwester in Leichenhalle bringen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, das ist mein Questgebiet. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es verbuggt ist. Leute, sonst kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich wüsste auch nicht, wo hier eine Leichenhalle ist. Das ist das, dieses eine Zelt hier, ist für mich eine Leichenhalle, weil da Leichen drin liegen. Spionia-Gebiet wird verloren.
Ja. Bionia-Gebiet wird verlassen. Das muss das Gebiet sein, ich verstehe es nicht. Ich bin so blöd dafür. Leiche der Schwester in Leichnam bringen. Lol. Er ist plötzlich aufgetaucht. Also gut, halten wir fest. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Aber irgendwie hat sich entbuggt. Ich habe fast eine Folge mit Bugs verbracht. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es euch so drehen lasse. Ich glaube, es ist ziemlich langweilig. Aber gut, ihr solltet mal sehen, das war, wie gesagt, der erste Bug irgendwie, auf den ich ja nicht treffen muss. Spionjagd ab. Nehmen wir den einen Ausguckspunkt noch mit. Nehmen wir den Ausguckspunkt noch mit. Hallo? Ich habe es in der letzten Folge ja schon erzählt. Es soll ja 2016 kein neues Assassin's Creed geben. Sondern sie wollen das ja auf 2017, Anfang 2017 verlegen. Und dafür aber dann angeblich in Ägypten soll spielen. Hallo. Nicht bemerkt. Hui, Freiflug. Diese Freiheit ist in Gefahr. Los, zeigt ihr, wer die Hosen anhat. Oh, komm her. So, ist der nächste?
Du kannst eigentlich gar nichts dafür, dass du hier stehst. Da drüben ist jemand! Das hat er nicht. So. Ach, der ist da oben. Also regeln wir das freundlich, ja? Wo willst du denn so schnell hin? Das reicht jetzt erstmal, Miss. Das werde ich nicht tolerieren, Lady. Ja. Aus, aus, die Maus. So. Aus dem Gebiet entkommen. Chup, 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 chup. Und das war's wieder mal. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. So, mit diesen Worten machen wir auch hier mal eine Unterbrechung rein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, auch wenn die eine Mission ja sich etwas in die Länge gezogen hat. Aber wie gesagt, wie ihr gesehen habt, war ja im Endeffekt nicht meine Schuld, sondern plötzlich, als ich das Gebiet wieder betreten habe, sind wir plötzlich wieder reingekommen. Also kam plötzlich der letzte Verbliebene. Und deshalb, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Lasst mir Kommentare da oder gebt mir den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag. Und bis dahin sage ich mal, ciao, ciao, euer Blue Grom.